Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Pro! Willkommen zurück! Ja, er ist wieder Kaiba01. Hä? Kannst du mir erklären, warum da mein Name steht? Wo? Bei mir steht da mein Name. Doppelpunkt Kaiba01. Was? Bei mir steht da meiner! Hä? Was steht da jetzt? Ah, jetzt steht dein Name da. Läuft. Naja, egal. Ich spiele jetzt. Also technisch gesehen spiele ich jetzt Yugis Großvater, aber auch gleichzeitig Yugi, weil die eigentlich dasselbe Deck benutzt haben. Also wäre es irgendwie jetzt nicht unbedingt sinnvoll, wenn wir daraus zwei Parts machen, oder? Zwei Parts? Was? Wenn wir zwei mit denselben Decks gegeneinander spielen. Na, ich bin jetzt Kaiba und du bist Joey. Das sind nicht zweimal die gleichen Decks. Bin ich Joey, hä? Achso, du meinst. Bist du blöd? Also du meinst Duell 2 und 3, weil das nächste Duell quasi. Ja, das könnte man im selben machen, wenn dir das. Warum sagst du, ich bin Joey? Das stimmt doch gar nicht! Nein! Ich dachte, du redest von Duell 1 und 2, aber du redest von Duell 2 und 3. 2 und 3 können wir natürlich in einem Part machen, wenn du darauf bestehst. Erstmal mache ich dich platt, Großvater. Werde ich nur Probleme haben mit dem Bild, aber ich glaube, es gibt eh kein kleines Bild vom Großvater. Weil man hat ja von dem Duell nichts gesehen. Er lag nur tot rum. So habe ich das nicht gemeint. Der lebt noch, ja. Der ist stark. Das ist sicherlich keine Verteidigung. Der starke alter Mann, weißt du? Oh, 2000. Attack. Du lebst noch? Ja, wieso? Sollte ich aber nicht mehr. Du solltest natürlich nicht mehr leben, verdammt. Da habe ich auch was gegen. Du bist ein Schwertkämpfer. Der schaut auch aus wie ein normaler Schwertkämpfer. Im Englischen heißt das Wort Stalker. Sehr interessant. Der stalkt also Schwerter? Ich wollte das so öffnen und nicht so, aber gut. Mein Gott, ich muss ständig rechte Maustaste drücken. Die Karte will sich immer aktivieren. Jo, der. Ach so, der braucht. Okay. Dann setze ich noch ein Monster. Und mach Endphase. Achso, ja, du willst ja. Gut, das greifst also nie an. Ja, wie soll ich denn angreifen, wenn du 2000er Monster da stehen hast? Keine Ahnung. Aber ich hoffe, ich habe bald ein noch stärkeres Monster da stehen. Oh, du greifst nicht an? Nein, habe ich vergessen. Läuft bei dir. Tun können. Ja, glaubst du, ich habe ein stärkeres Verteidigungsmonster als 2000? Nun, zumindest hast du eins mit mindestens 2000. Ja, aber tut dir ja nicht weh, es anzugreifen. Ja, na gut, ich hätte es zumindest aufgedeckt. Aber ich will dir nicht helfen, indem ich Sangan töte oder so ein Schmarrn. Ach so, darum geht's dir. Das ist irgendwie nur so eine Überlegung. Wenn, dann greife ich erst dann an, wenn ich stark genug bin, um dich gleich fertig zu machen. Ach du Scheiße, ernsthaft? Dark Magician! Er ist aber nicht tot dann, oder? Schattenzauber! Du kannst eh nicht angreifen. Beschwer dich also nicht über die verlorenen Angriffspunkte. Also jetzt ist er da. Warum sollte ich nicht angreifen können? Da steht Schattenzauber. Ach so, mein Monster kann hier angreifen. Das meinst du damit? Genau. Und die ja, okay, dann bleib mal da stehen, Dark Magician. Ich kann mit dir nichts mehr machen. Bist irgendwie gefickt. Ein bisschen. Also formulier sowas doch ein bisschen höflicher. Ja, nee, ist er so. Hanfox ist aber schwächer. Ah, jetzt bist du noch Lebenspunkte geiern. Wow. Tschüss. Dreck. Der Bannkreis. Verdammter Dreck. Ja. Das war der Kerl. Ja. Die andere Karte. Na gut. Ja. Hätte ich ihn doch töten. Hallo? Hätte ich diesen dunklen Magier jetzt nicht am Hals. Hallo. Ich bin froh, dass du faszinierender Kreis hast und nicht irgendwie. Haben wir jetzt wieder Lex oder was? Ja, danke. Was Lol. Ist denn? Achso, deswegen höre ich ihn. Yu-Gi-Oh! Pro-Exe funktioniert nicht mehr. Warum crasht denn das einfach? Dann bist du wohl... Disconnected, der läuft. Weg. Login. Login! Hallo. Du hast keinen grünen Kreis um dich rum. Oh, Leute, jetzt hängt das auch, bitte. Hörst du mich noch? Ah, jetzt ist er abgekackt. Schön. Also, eigentlich nicht, aber... Ja. Was soll man machen,
Hallo? Stannis, Stannis. Ah, da bist du Sollst du wieder. mir jetzt das Super. Yu-Gi-Oh!-Ding nicht hängen? Hast du mich gehört? Naja, da stand. Natürlich höre ich dich die ganze Zeit. Gut, hast du gehört, dass ich gewonnen habe? Steht 1 zu Du 0. hast nicht gewonnen, Punkt. Oh, ist da jemand salty? Na gut, machen wir es nochmal. Ich verstehe das auch nicht. Wie kann ich denn da drinnen bleiben, wenn ich Internetprobleme habe? Kann mir das irgendwer erklären? Geht mein kompletter Upload down, aber nicht mein Download oder was? Sieht irgendwie danach aus. Es macht einfach keinen Sinn. Ist bestimmt kein Internetproblem, sondern ein Hardwareproblem. Ich bin Kaiba01 und du solltest mal den Haken setzen. Los geht's! Schere. Autsch, hat er mich geschnitten. Interessant. Könnt ihr mir erklären, warum ihr so schwach seid? Der ist selbst der stärker! Das Verteidigungsmonster mehr HTK als die Angriffsmonster. Das ist meine Logik. Oh. Der ist stark. Dieser Kampfochse. Scheiße, gell. Aua! Aber nicht stark genug. Leute! Du hast mich gerade richtig. Ich habe echt gedacht, dass du mich verarscht. Nein, nicht verarscht und dass dein Monster wirklich schwächer ist. Aber du hast mich verarscht. So, ich könnte jetzt, aber das mache ich jetzt erstmal noch nicht. Ich spiele jetzt erstmal ein Monster Szenario im Kopf lösen. und chill dann 3 Runden. Was? Das gefällt mir voll nicht. Ich chill gerne 3 Runden. Ich will aber nicht, dass du chillst. Nicht? Ah, so ein Mist. Machst du was dagegen? Ah, so ein Mist. Was denn? Nein, ich kann nichts dagegen tun. Hör auf. Naja, okay, kann ich doch. Alles klar. Ich wusste es, ich hätte es doch in Verteidigung setzen sollen. Au. Wenn es nach Lebenspunkte geht, habe ich fast doppelt so viel wie du. Darum geht's aber nicht. Ein Exodia-Teil, Glückwunsch. Eigentlich wäre es natürlich schlauer gewesen, Herzens Unterlegenheit zu zerstören, aber ich konnte es mir nicht verkneifen, ich wollte angreifen. Das ist scheiße, das ist mein Plan zerstört. Du hast mir nicht mal Einzug-Chill-Zeit gegeben. Oh, also war das schlau von mir. Ich wusste es. Ach, Dreck, die Schwäche. Ah, ich habe gerade ein Problem. Ich habe gerade noch kein starkes Monster gezogen. Joey hat auch noch nicht. Kaiba. Kaiba hat eigentlich ganz Hä, gut. warum greifst du jetzt nicht an? Wie soll ich angreifen? Bin ich denn wahnsinnig? Du hast 2000 Defense. Würde ich jetzt nicht sagen, dass er 2000 Defense hatte. 1800 ATK, verarscht doch jemand anderen. Glaubst du wirklich, das lasse ich zu? Ich hoffe es. Schattenzauber. Flip-Effekt! Was macht er? Willst du die Karte zerstören oder was? Nein, nur sehen. Ist es eine Falle, ja oder Zerstöre nein? eine Fallenkarte. Nein, willst du zerstören. Das bringt dir jetzt viel. Ja, ich glaube, du musst da sein, damit der Effekt gilt. Deswegen bringt mir das sehr, sehr viel, ich weiß. Oh, 1800. Das ist irgendwie nicht viel stärker als dein 4-Sterne-Monster. Aber du hast 100 mehr Lebenspunkte verloren. Und wir haben nicht so viele Lebenspunkte, da ist ein 100er viel wert. Oh, Ziehen. nochmal geflügelter Drache, Festungswächter 1. So ein starkes Monster. Ich glaube, bei den Anfängen von Yu-Gi-Oh! Hätte jeder gewonnen, der ein 4-Sterne-Monster benutzt mit 1900 ATK. Nein, weil man da auch 6-Sterne-Monster und 7-Sterne-Monster und so was alles von der Hand ziehen kann, einfach direkt. Also ja, eigentlich ist das auch bescheuert. Dass du so viel Defense hast, ist auch bescheuert. Bitte, bitte, ich habe mindestens 3 Monster, die stark genug wären, um dich zu verletzen. Das ist ja witzig.
Das kann den jetzt gerade nutzen. Da, machen wir das da. Ich nutze die Edo-Tensei-Technik. Setzen wir das Dann haben wir hier. das. Setzen wir das hier. Ganz schön beschäftigt, diese Und tun Maschine. mal gucken, was du machst. Ist keiner Willst gegen. du angreifen oder nicht? Darf ich nicht angreifen? Ist das aber gefährlich, wenn ich angreife? Weiß ich nicht. Das musst du entscheiden. Schlicht und Ich kann leider ergreifend. nicht. Ich muss es riskieren. Ich kann nichts anderes tun. Oh, der Blauauge. Keine Verzögerung, du hast einfach Gut, einen der ist ein Anfall bisschen durch die Angriffe stark, muss ich verursacht. sagen. Da Ich weiß ich habe jetzt zwei gerade Gegner nicht oder ganz, was ich schwarzes gegen den Loch. machen soll. Obwohl doch, ich habe Zwei vielleicht eine Gegner oder Idee. schwarzes Loch. Du hast beide Karten im Ich Deck habe und eine du hast viel einen Zähler. witzigere Idee. Überläufer Du hast du nicht, ja. hast. Warte, ich mache erstmal das hier. Ja, als ob. Dann spiele ich den hier. Dann aktiviere ich das hier. Ja. Was? Dann aktiviere ich das hier. Und greife dich direkt an mit deinem weißen Drachen. Gib ihn mir wieder oder zahl 1000 Lebenspunkte. Du bist Game Over. Das ist die Regel von der Ah, ne, Karte. anders. Ich erhalte 1000 Lebenspunkte. Oh, du darfst das Monster also für immer behalten. Da ist 1000. Weißt du, das Gute ist, ich habe auch ein Monster mit sehr viel Defense. Es reicht zwar nicht für den Drachen, aber es ist stark genug für die anderen beiden. Okay. Bringt dir das irgendwas? Solange du nicht noch ein Raigeki hast, ja. Weil ich genug Lebenspunkte habe, um den nächsten Angriff abzuwehren, verstehst du? Du ziehst mir 2700 mit den beiden Schwachen ab. Ich habe 3900. Warte, wie viel habe ich jetzt noch übrig? 1200? Du hast 13. Oh, Pech gehabt, verarscht. Ich habe meinen Drachen wieder. Ha, okay, ich bin trotzdem Game Over, zugegebenermaßen. Ah, knapp. 1 zu 0 für Grandpa. Oder Yugi. Das gleiche Deck ist. Schlicht und ergreifend. Spellbinding Circle. Okay. Setzen. Setzen. Endphase. Oh! Der magische. Wie heißt der? Mystische Mystische Ginderlampe. Genderlampe. Aha. Noch ein Sangan. Natürlich! Was denn sonst? Spielst du den auch oder spielst du was anderes? Das ist die Das. Frage, die mich jetzt Ja, beschäftigt. genau, das ist die Frage aller Fragen. Kommt darauf an, ob du willst, dass ich ihn zerstöre oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich das riskieren darf. Geil. Was? Was macht das? Dreht dich um. Das finde ich aber schlecht. Mir doch egal. Das, diese immer diese Karte. Du meinst immer mehr Lebenspunkte bringst. Oh, die sind ja gleich stark. Ja. Die sind nicht gleich stark. Ist egal, solange der stärker ist. Okay. Wenn ich dich jetzt angreife, sind beide Monster tot, gell? Ja. Nicht, wenn ich das mache. Was soll das? Ach Mann. Ja geil, ich überlebe Lebst mit du noch? 100. Sei froh, dass du noch lebst. Beschwer dich nicht. Ich hab gehofft, ich besiege dich hiermit in einem Zug. Ach komm schon! Ich hab keinen Fluchbrecher. Aber vielleicht zieh ich Will ja einen. hoffen. Nein, ich hab keinen gezogen. Wenn du eins ziehen würdest, würdest du meine Pläne zerstören. Das mag ich nicht.
Hä? Du bist dran. Okay, du gehst in Verteidigung. Ja, natürlich. Mit einem Monster, was irgendwie stärker im Angriff ist. Ist egal, ich will keine Lebenspunkte verlieren, denn das ist ja wohl logisch. Du kannst jetzt angreifen, weil ich mich nicht wehren kann. Also es ist ja für dich egal, wenn du in Defense, so. Also in Offense bist. Gib mir nur einen Zug. Du willst nicht immer meine Würgeschlange töten? Du bist ja verrückt. Okay, du hast verloren. Warum? Warum ziehst du denn das so schnell? Meine Fresse. Oh, fuck. Das ist jetzt ganz scheiße. Warum ziehst du... Ein Zug, da hätte ich schwarzes Loch gemacht, dann wären alle Monster von dir weg. Pech gehabt. Aber nein, du ziehst das Scheißding davor. Warte, ich geh mir mal den auf die Hand. Oh, gar keine schlechte Idee. Hä, wieso kann der Djinn nicht mehr angreifen? Schau mal auf meine Fallenkartenseite. Warum hat der andere Sanger keinen Effekt gehabt? Und warum konnte ich Kuribo gar nicht aktivieren? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich hätte eigentlich auch erwartet, dass du das machen darfst. Das ist ja schräg. Das ist aber, also das kann ich mir nicht erklären. Falls jemand weiß warum, schreibt es in die Kommentare. Okay. Ende Phase. Du bist dran. Kappagan gar nicht verlieren, Dennis. Ah, übrigens, frohe Ostern. Was, Ostern? Was ist das? Kann man das essen? Heute ist Sonntag, der 1. April. Und, April. Also ist heute frohe Ostern, so ganz offiziell. Heute esse ich meinen Schoko-Osterhasen. So, Die letzten Tage habe ich nur die andere Schokolade gegessen im Ostern. Ich könnte das hier machen, dann könnte... Sangan gezogen. Ja. Wie hast du das jetzt? Schau ich einmal kurz nicht hin. Achso, das schwarze Loch gemacht. Kranker Scheiß. Au, das zieht mir ja mehr als die Hälfte meiner Lebenspunkte ab. Ja. Jetzt hast du natürlich irgendwas da, was mir. Ja. Wie immer. Irgendetwas. Aber es ist eine Feinkarte, die da liegt. Kannst du natürlich meinen Angriff blocken. Ja. Das ist ein interessanter Effekt. Ich muss gerade was lesen. Das ist auch. So, toll, ich habe ernsthaft kein Monster mit mehr als 1200 Angriffspunkten. Klasse. Aber dafür 2000 Verteidigungspunkten. So ein Glück habe ich leider auch nicht. Aber ich habe eins mit einem Effekt, den ich lesen musste. Übrigens, ich sehe gerade, ein Borderlands-Part von dir hat tatsächlich einen Download bekommen. Finde ich sehr gemein. Hä, hast du mich gerade ernsthaft gekillt und kein Effekt hat sich aktiviert? Wie denn auch? Na gut. Wie oft siehst du die? Wie oft hast du die denn im Deck, Alter? Achso, du hast 3 Geki benutzt, um anzugreifen, deswegen. Zweimal mit derselben Karte navigiert. Ach, fuck. Jetzt hast du noch das andere und dann ist er da. Hä, das ist ja gar nicht der Blauäugige. Warum hast du dir jetzt den geholt? Ja, warum denn? Ich hab schon einen blauäugigen weißen Drachen auf der Hand. Ja, aber kannst du noch 2 andere holen? Ja, aber das bringt mir doch nichts. Habe ich ein Fusionsdeck? Nein. Ja, trotzdem, mehr ist immer gut. Nein, es bringt mir nicht, 2 8-Sterne-Drachen in der Hand zu haben. Ein 6-Sterne-Monster kriege ich schneller raus, vorausgesetzt, du greifst mich nicht an. Ich habe sowieso schon verloren, außer ich ziehe nächste Runde zufällig die Karte, dass ich eins einfach so beschwören kann. Also, antike Regeln oder ich bin Game Over. So, jetzt hast du aber ein Monster, das ich nicht zerstören kann. Denkst du? Ja, denke ich, wieso? Du denkst ernsthaft, ich habe hier ein Monster liegen, das du nicht zerstören kannst? Ja. Meine Fresse, greif an! Nein. Bist du verrückt? Greif an! Nein! Dann setz wenigstens eine Falle! Bist du eigentlich wahnsinnig? Welche Fallen? Halten Sie eine Lüge. Tja, scheiße gelaufen. Ich hab den Vollstrecker. Der wird mich jetzt vollstrecken.
Starterdeck Kaiber. Nun, der ist zumindest stark genug, um deine 2000er Defense-Monster wie die mystische Elfe zu zerstören. Oder den Riesensteinsoldat. Geht er auch? Aber gegen den habe ich ein Problem, ja. Wenn du den jetzt einsetzt, bin ich Game Over. Aber was soll's. Je schneller wir hier fertig sind, desto besser. Gut. Können wir nämlich bald mit GX anfangen. Oh, Exodia, Gott sei Dank. Ernsthaft. Das war jetzt auch notwendig. Klar. Das hier ist auch notwendig. Du hättest auch ohne Schnappstahl gewinnen können. Du hast da überhaupt nichts. ETF, was ist denn überhaupt stark hier drin? Da, nimm mal den da. Es ist nicht notwendig, aber du willst einfach nur deine Karte. Und das hier ist schwarzes Loch. Ja, benutze es doch am besten, während du angreifst. Geht nicht, das ist keine Schnellzauberkarte. So, okay, weiter geht's. Gut, dann würde ich sagen. Was? Ich dachte, du hast gesagt im selben Part. Verrückter Typ. Hä? Wie? Ach so! Ach so, wir machen quasi zwei Matches, ja, okay. Ja, das war der Großvater gegen Kaiba und jetzt kommt Yugi gegen Kaiba. Gleiche Decks. Du hast gesagt, selber Part, aber mir ist es egal, du kannst auch Part wechseln. Musst du wissen. Nein, ich habe gedacht, dass ein Match, das quasi beides ein Ei, aber okay. Ach so, ja dann so. Wir sparen uns das jetzt, weil das sowieso nochmal das gleiche Duell wird. Gut. Dann kommt als nächstes Joey Wheeler gegen Thea Gardner. Ja, okay, aber dann beende ich den Part. Richtig. Tschüss, bis zum nächsten Mal.